Weiterbildungsformate reichen von einzelnen Zertifikatskursen, die man an einem Tag oder an einem Wochenende absolvieren kann, bis hin zu Studiengängen, und man kann berufsbegleitend Bachelor studieren, man kann berufsbegleitende Masterstudiengänge belegen. Von den Inhalten her decken wir im Grunde genommen technische Inhalte genauso gut ab wie geisteswissenschaftliche oder wirtschaftswissenschaftliche. Ich habe eine Ausbildung im wirtschaftlichen Bereich, also ich bin gelernter Kaufmann. Ein berufsbegleitendes Studium würde ich Leuten empfehlen, die erstmal in ihrem Leben weiterkommen möchten, sich verändern möchten. Und natürlich Leute, die sagen, okay, gut, ich setze mich auch abends mal hin, neben meiner Familie vielleicht auch, und lerne, tue etwas für die Schule. Lese, bereite mich auf die Klausur vor, auf die Präsenzveranstaltung. Die Angebote sind so organisiert im Bereich der Weiterbildung, dass sie auch dann wahrgenommen werden können, wenn man im Berufsleben ist und wenn man eine Familie hat. Für mich geht es in erster Linie darum, tatsächlich auch mal ins richtige Arbeitsleben einzusteigen, auch in eine entsprechende Position. Mit diesen Perspektiven kann man dann natürlich auch eine ganze Menge bewirken und verändern. Das ist auch nach wie vor mein Ziel.